Failed State Germany, ihr denkt immer, schlimmer wie hier geht nicht. Oh doch, es geht noch viel schlimmer. Wir müssen nur zu unseren Nachbarn schauen. In Schweden explodiert die Gewalt. Es herrscht fast Anarchie auf der Straße. Schaut doch mal hin. Attentate, Hinrichtungen, Bomben. Schweden erlebt eine Welle der Bandenkriminalität. Nicht nur Schweden erlebt eine Welle der Bandenkriminalität, auch Deutschland erfasst diese Welle immer mehr. Wir werden es in der nahen Zukunft noch viel öfter sehen, dass hier arabische Clans den Staat sich zur Beute machen und ebenfalls auch Parteien, die sich diesen Staat hier zur Beute machen. Bestes Beispiel heute die Stadt Essen, die mit Steuermitteln versucht hat, ein Zeichen gegen rechts zu setzen und damit eine Klatsche kassiert hat von dem Verwaltungsgericht. Natürlich darf die AfD ihren Bundesparteitag in der Krugerhalle in Essen abhalten. Wir sind aber eigentlich in Schweden und wollen in dem einst linken Bullerbü Schweden, in dem ja fast jeder angeblich eine Wärmepumpe hat, in dem fast jeder angeblich bargeldlos bezahlt, in dem man noch mehr Migranten hat wohlwollend aufnehmen wollen als in Deutschland, so ist es hier jetzt doch langsam an der Tagesordnung, dass auch in Schweden die Realität Einzug in das Gedächtnis findet. Wir dachten, die Zuwanderer würden sich schon in unser System einfügen. Sie würden sich an unsere Lebensweise anpassen und wären am Ende eben nett. Ja, diese Illusion der freiwilligen Integration von Zuwanderern, die zu uns kommen, die ist auch in Deutschland weit verbreitet. Es sind linke, grüne, rote Ideologien, dass jeder, der hierher kommt, nur weil er gehört hat, im Ausland, in Deutschland bekommst du Bürgergeld, bekommst du eine Wohnung, dass diese Leute auch bereit sind, hier nach unseren Gesetzen zu leben, unsere Sprache zu lernen, unsere Kultur zu lernen. Die Realität, die ist eine andere. Und die Realität, die spüren viele Deutschen jeden Tag mit einem Messer in ihren Rippen. Das ist kein Spaß, das ist die bittere Realität. Manche bezahlen dafür mit dem Tod. Und wir in Deutschland, wir können nur die Grenzen schließen für einen Fußball-EM, um danach die Grenzen wieder aufzumachen. Aber was sind das für Typen, die in Schweden eigentlich das ganze Land terrorisieren? Sind es ähnliche Gestalten wie in Deutschland? Ich würde sagen, ja. Angst vor Leuten wie ihm, Rafa Majid, irakisch-kurdische Wurzeln, aufgewachsen in Uppsala, und seinem Rivalen Ismail Abdo, die das Land in Angst und Schrecken versetzen und ihre blutigen Geschäfte angeblich von der Türkei aus steuern. Die blutigen Geschäfte von der Türkei aus steuern. Da seht ihr mal, wie sich selbst Schweden auf der Nase herumtanzen lässt von irgendwelchen Clankriminellen, Drogenbossen, wie auch immer man die nennen möchte, die im Ausland sitzen und vom Ausland heraus einen anderen Staat in Blut und Terror versinken lassen können. In Schweden ist die Situation viel schlimmer als in Deutschland, auch wenn wir das uns in Deutschland gar nicht vorstellen können, dass es woanders da noch mehr offene Gewalt auf der Straße gibt. Aber dort gibt es Dutzende minderjährige Täter, die angestiftet werden, teilweise bezahlt werden mit hohen Geldbeträgen von den Gangs, dass sie direkt zur Waffe greifen, direkt ermorden, direkt Attentate verüben. Und so ist das einst linke, weltoffene, bunte Schweden gescheitert. Und sie versuchen jetzt, diese Politik wieder zu kitten. Allerdings, sie sind sich nicht ganz klar, wie man das ganze Problem angehen sollte. Viele dieser Menschen wollen nicht Teil unserer Gesellschaft sein. Sie isolieren sich bewusst, grenzen sich aus. Das sehen wir jetzt in vielen Vororten. Wir haben Schulen, die keine schwedischen Kinder mehr besuchen. Wir haben sogar Gemeinden, in denen die Schweden in der Minderheit sind. Mit Integration wird man dieses Problem also nicht lösen. Wie recht dieser Mann hier hat von den Schwedendemokraten. Auch die Schweden haben inzwischen Schulen ohne ein schwedisches Kind. Sie haben Ortschaften oder Gemeinden, in denen die Schweden in der Minderheit sind. Und in Deutschland ist das schon Alltag. In Berlin-Neukölln sind die Deutschen heute schon in der Minderheit. Das ist kein Spaß, das ist wirklich so. Schulen in Deutschland ohne deutsche Kinder gibt es schon die ganze Zeit. Das ist hier gang und gäbe. Jetzt sind sie allerdings wach geworden in Schweden und haben verstanden, dass es hier auch nur ein Mittel der Wahl gibt, was man mit den Leuten zu tun hat. Man muss vielmehr die Einwanderung reduzieren und diejenigen, die kein produktiver Teil unserer Gesellschaft sein wollen, zurückschicken. Habt ihr gehört? Es geht hier ganz klar darum, dass wir nur den produktiven Teil derer, die zu uns kommen, wirklich behalten können, wenn es denn Wirtschaftsflüchtlinge sind. Alles andere gehört zurückgeschickt, auch wenn es in ihrem Heimatland bitterarm ist, aber das gehört dazu. Wir können nicht das Weltsozialamt der Welt spielen und es haben in Europa
alle anderen schon kapiert. Ich habe euch das Beispiel Schweden heute mitgebracht, denn das lässt sich relativ leicht auf Deutschland projizieren. Schweden hatte eine offene Migrationspolitik, wie wir sie heute noch fahren. Schweden hat das aber irgendwann einkassiert und hat eine Mitte-Rechts-Regierung gewählt, die dann das ganze System oder das ganze Spiel beendet haben und es wieder zurückgeschraubt haben. Sie haben die Probleme jetzt im Land und jetzt geht es in Schweden daran, die Probleme aus dem Land heraus zu befördern beziehungsweise Recht und Gesetz und Ordnung wieder durchzusetzen. Und das können wir auch in Deutschland bald beobachten. Wir sind im Moment das grün-rote Bullabü im Herzen von Europa. Die Österreicher haben es schon verstanden, die Niederländer haben es schon verstanden, die Dänen haben es schon verstanden, die Franzosen haben es auch schon teilweise verstanden. Sie werden jetzt Marine Le Pen wählen am 30.06. und dann haben sie es verstanden. Die Länder um uns herum, sie haben keine Lust auf diese viele Migration. Sie haben die Probleme erkannt und sie würden das gerne beenden. Deutschland macht hoch die Tür, macht weit das Tor. Sie laden immer noch die ganze Welt zu uns ein und das wird sich demnächst ändern. Ich habe Hoffnung. Auch Deutschland wird nicht der letzte Geisterfahrer in Europa sein. Irgendwann werden wir einschlagen oder jemand sagt uns, dass wir wenden sollen auf der Autobahn. Eins von beiden passiert. Wenn wir einschlagen, hört es wenigstens auf danach. Wenn wir wenden, rasen wir dann erstmal in die andere Richtung. Das ist dann die Remigrationsdebatte, die wir alle führen. Und da werden wir noch vor das ein oder andere Problem gestellt werden, wo wir heute uns noch gar nicht vorstellen können, dass es unser Problem wird. Die ganzen doppelten Staatsbürgerschaften, diese Dreifachstaatsbürgerschaften, die ganzen Familien, die zusammengewürfelt sind, jetzt die Kinder haben deutsche Staatsbürgerschaften, dann der Vater von da, die Mutter von hier und das sind am Ende praktische Probleme, die gelöst werden müssen. Dafür bedarf es einer öffentlichen Diskussion und vor allem einer ehrlichen Bestandsaufnahme, was sind die Probleme in unserem Land. Die Probleme sind Verrohung der Gesellschaft, Respektlosigkeit gegenüber der Polizei, also der vollziehenden Staatsgewalt. Eine Zweiklassenjustiz, das merken ja selbst die Migranten inzwischen, die können sich Dinge erlauben, wofür der Deutsche schon dreimal im Gefängnis war. Ist jetzt kein Spaß, habe ich alles schon gesehen, braucht mir keiner kommen mit, das wäre nicht so. Wir haben eine Zweiklassenjustiz und wir haben vor allem eine beeinflussbare Justiz, die politisch gesteuert werden kann. Deswegen dürfen wir weiterhin keinen europäischen Haftbefehl ausstellen. Bestes Beispiel war jetzt der Mörder der Kleinen oder der mutmaßliche Mörder der Kleinen Valeria, das 9-jährige Mädchen, was hier tagelang verschwunden war, bevor man es tot aufgefunden hat. Man hat jetzt einen Moldawier verhaftet und zwar mit einem nationalen und einem europäischen Haftbefehl. Und den europäischen, den haben selbstverständlich nicht die deutschen Behörden ausgestellt, sondern die tschechischen Kollegen in Prag. Die Deutschen dürfen das nicht, weil wir eine beeinflussbare Justiz haben. Das hat selbst die Europäische Union festgestellt. Aber wehe, du bezahlst nicht deine GEZ-Gebühren, dann wanderst du in den Knast in dieses Land. Aber ohne Pass über die deutsche Grenze kommen. Kein Problem in Deutschland 2024. Hier oben, ja, wo mal Porzellan drin war, ist nur noch Wüste. Könnt euch raussuchen, ob Wüste Gobi, Nevada, Sahara. Auf jeden Fall heiß und ziemlich leer. Ich hoffe auf die nächste Bundestagswahl. Egal wie das Ergebnis ausgeht, es ist besser als jetzt. Selbst wenn es Schwarz-Grün gibt, wobei Schwarz-Grün ist ziemlich schwierig, denn es wollen alle abschieben in diesem Land, außer die Grünen. Es wollen wirklich fast alle abschieben. Selbst die SPD wollte ja jetzt, laut Herrn Kanzler Olaf Scholz. Und es wird wirklich spannend, ob die Grünen sich hier noch halten können als Koalitionspartner oder ob man sie auch ad acta legen muss. Und die CDU ist jetzt eine schwierige Frage, wie sie hier noch mehr Prozente sich holen können. Eigentlich ein aussichtsloser Weg. Wenn sie allerdings die Bevölkerung mitnehmen bei der Ukraine-Frage, bei der Frage der Migration und Remigration, könnten sie hier auch auf 40% anwachsen. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Schreib mir einen Kommentar unter dieses Video. Abonniere auch meinen Telegram-Kanal, dann verpasst du keines meiner Videos. Damit bis bald.